nicht so wild, kleine Astronautin. Du hast Weltraumbremsen. Dann tritt auch mal drauf. Für die Triebwerke. Vorsicht, Mama und Baba. Wie wär's? Hilfst du uns heute beim Mondkuchen backen? Darf ich? Ich finde, es wird langsam Zeit, dass du lernst, wie man unseren Familienmondkuchen zubereitet. Jaha! Entschuldigung. Verzeihung. Füllt, drückt fein, füllt, rollt, drückt fein. Sieht das Mehlschlag auf die Eier. Balgt den Teig, bald ist die Feier. Und das Ganze gleich nochmal. Füllt, rollt, drückt fein, füllt, rollt, drückt fein. Erst die Füllung macht sie lecker. Dann glasieren und bloß nicht leckern. Und schon sind sie fabelhaft. Steckt Geschichte und darum geben wir gut Acht und wir backen sie mit Freude, Liebe, weil das glücklich macht. In diesem Kuchen steckt ein Zauber und er wirkt ganz wunderbar. Mondkuchen, die sind magisch, ganz klar. Und noch fünf mehr. Vielleicht auch 12, es kommen all unsere Cousinen. Sind alle ganz verrückt nach dem Gebäck. Also geben sie uns 20 oder mehr. Sie sind eine Botschaft, die der Mond uns gibt. Schätzt die Welt und alle, die ihr liebt. Ja, es steckt ein Zauber. Ja, es steckt ein Zauber. Hey. Hier in diesem Kuchen für dich. Fluffig, süß und lecker. Hausgemachte Mondkuchen. 10 bitte. Wussten Sie schon, wenn Sie 40 Milliarden Mondkuchen übereinander stapeln, erreichen Sie den Mond. Das sind viele Mondkuchen. Wenn der Mond wiederum am weitesten von hier entfernt ist, brauchen Sie noch 426.232 weitere. Dann fang mal an zu backen. Hier drin steckt ein Zauber für dich. Die Blätter fallen und das Fest beginnt nun bald. Kannst du es schon fühlen? Hier drin steckt ein Zauber, ein ganz eigener Zauber für dich. Steckt Erinnerung an die schöne Zeit mit dir. Ich weiß all deine Geschichten.